Ja, einen wunderschönen guten Tag hier bei Hütturnier am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt gut gemampft, ihr habt gut Heiligabend überstanden, habt euch reichlich bescheren lassen und was weiß ich was alles. Ja, Freunde, ich habe hier ein bisschen was ausprobiert gehabt und ein bisschen schon hier Sachen geschmolzen, getestet. Ja, die Erntemaschine, Freunde, ich sag's gleich mal so, wie es ist. Warte mal, hier liegt doch noch ein Nugget. Wo kommst du denn her? Geh mal hier in dein Eimerchen. Verlorenes Nugget haben wir gefunden. Schön. Freut mich. Ja, Erntemaschine heißt nicht Erntemaschine, weil da unten geerntet wird, sondern hier ist ja auch noch mein Goldnugget. Ja, Schwein. Nein, ein Glutinium-Erz, heißt klar. Nein, weil hier oben muss die Erde rein. Dann wird sie hier unten ausgespuckt. Ich habe es getestet gehabt mit meinen restlichen Erdklumpen, die ich da hatte. Und komischerweise hat das Ding das hier überall hingestreut. Das fand ich jetzt kacke. Wahrscheinlich, wenn ein Förderband drunter ist, dann geht es wahrscheinlich besser. Ja, wie ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen aufgeräumter hier. Also ein bisschen hier Ordnung geschaffen. Weil wir müssen jetzt ein bisschen Kohle machen. Ich habe ja auch schon ein paar Bahnen hingelegt. Und hier, guckt euch das mal an. 701 bringt er mir. Und der kleine... ja. Und hier ist noch mal ein kleiner. Der bringt 196 circa. Aber ich will ja eine Kette haben. Hier. Die da. Also brauche ich zweimal Gold, nämlich die Sege hier. Welcher war jetzt nochmal der große? Das war der kleine. Ich nehme jetzt unsere Sege und mache hier mal. Aus den da. So, dann lege ich das hier drauf. Ich will unbedingt eine Kette haben, die bringt nämlich mehr ein. So, Kette. Einen roten Stein. Nehmen wir dich. Hammerle. 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 Nicht. War doch rot. Ja, eins. Mann. Bleib da. War's doch rot. Ich muss es ja erst erhitzen. Ah, ich bin ja doof. Ah, erstmal schön erhitzen. Man muss es ja erstmal erhitzen. Ah, schon so lange nicht mehr gespielt gehabt. So. Bist du jetzt schön warm? Wie immer bei mir. So, Kette Nummer 1 haben wir schon mal fertig. So. Tu mal dich auch nochmal schnell erhitzen, weil dann machen wir nochmal hier schnell einen Ring. Ich hab einen Ring an meinem Feuer. Ring um meine Eier. Warum ich das jetzt singe, weiß ich schnell nicht. Lalalala. Machen wir mal schnell einen Ring. Pam. So, bringt auch nochmal schön Kohle. Bleibt mal da liegen, genau. Was kann man jetzt aus den zwei Eisendingern noch machen? Eine Axt. Schwert wäre schön. Schwert wäre echt schön. Bringt ordentlich Kohle ein. Kleiner Dolch, mach mal ne. Weil ich es kann, es bringt ein bisschen mehr Kohle ein hier als die blöden Bahn. Finde ich. Fahren wir die schnell mal verkaufen hier. So. Hopp. Hopp. Ja, natürlich. Fliegt erstmal ein bisschen nach Buxtehude hier gefühlt. So, haben wir eine Axt. So, was ich jetzt gerne machen will, ist erstmal hier Kohleschiff. Danke. Ciao. Wir fahren erstmal zu unseren Dealern des Vertrauens. War doch hier einer.
Ja, preistechnisch ist er schon gestiegen. 54. Ja. Einmal. Zweimal. Ah, bleib doch mal oben drauf liegen. Ich verstehe es nicht. So. Danke. Sehr freundlich von dir, mein Freund. Sehr freundlich. So, dann... So langsam habe ich die Bremsung und Lenkung hier mit dem raus. Aber nur langsam. Dann fahren wir mal wieder zu unserem Dealer und seinem Händler des Vertrauens. So, mal so langsam. So. So. Gib mal Yummy, mein Freund. Gib mal Yummy. Weil ich will jetzt was ausprobieren. Ich will endlich testen hier. Ich will so einen blöden Bohrer testen. Wo waren denn die nochmal? Hier. So, komm mal mit, Money, Money. Haben wir mal vereinigt. Ich will... Was war denn jetzt? Bohrt weiter nach unten. Mehr Rohstoffe bei höherem Wasserdruck wird durch ungefiltertes Wasser beschädigt. Ja. Boah, Ramme. Rammt die obere Erdschicht. Arbeitet mit höherem Druck. Also der sieht aus, als ob er von oben nach unten macht, ja? Also von oben nach unten. Und der... Ich habe keine Ahnung, mit der bohrt. Wie soll denn der bohren? Das sieht eher aus wie so eine Ramme. Rammt die obere Erdschicht, arbeitet mit dem Wasserdruck schneller. Wird durch. Ja, das weiß ich ja. Bohrt weiter nach unten. Ich probiere das jetzt einfach aus, ist mir egal. Hä? 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 Maschine Hammer, der David, der was dynamischer, automatischer Foxe Induida Duplikat Kristallbetriebsgerät, um die Erde zu erzeugen. Ja, ja, alles klar, mein Freund. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Schmelzanlage hole ich mir später mal. Ich will die Gerätschaft jetzt erstmal nur mal testen. Komm mal mit. So, haben wir mal wieder was. Ich will sie ja mit euch testen, was ist. ...6600. Alles klar. Mal shoot, mein Freund. Bist du richtig groß. Wo war denn der andere nochmal? Finden wir auch nochmal schnell raus, dann später. Mache ich dann offscreen. Schau ich mal, wo der ist. So, ich fahre mal kurz mit meinen zwei Maschinchen. Wieder Richtung Heimat. Also ich hoffe, ich fahre Richtung Heimat. Tut der? 1200. Da ist sogar Wasser. Oh, der sieht natürlich schön aus. Den holen wir uns mal. Später. Später. Ich will jetzt kurz die Maschinen testen. Und dann gehe ich offscreen mal Claim klauen. Weil ich werde offscreen auch die ganzen Sachen rüber transportieren.
Also das müsst ihr euch nicht mit mir angucken. Ja, ist ja gut. Also irgendeiner bohrt von oben nach unten und der andere bohrt unten. Ich habe doch keine Ahnung. Ich werde es ja dann gleich sehen, weil ich teste es jetzt einfach mal und... Weil die Beschreibung ist arg bisschen komisch, muss ich sagen. Arg, ja, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Arg bisschen komisch. So. So. Stop. Danke. So, nimm dich mal weg. So, bohrt weiter nach unten. Okay. Rammt die obere Erdschicht. Schauen wir doch mal. Bin ich jetzt mal gespannt. Aha. Aha. Okay. Sinkt er jetzt auch tiefer oder? Okay. Cool. Mein, stell doch einfach hin. Cool. Sah schon mal nicht schlecht aus. Was macht er jetzt? Ah! Okay. Okay. Okay, interessant. Also der Bord von oben nach unten, ist ja klar. Und holt hier die Erdklumpen raus. Sprich, du bräuchtest halt einen Förderband. Solltest du dann hier hinstellen, dass es dann wegtransportiert wird in die Erntemaschine, die dann hier wiederum Klumpen rausholt. Okay, cool. Ja. Ah, okay, der bohrt halt nur wirklich da. Wo halt auch Erde ist, weil... Wenn man mal guckt. Da geht's nicht weiter. Okidoki. Cool, weil dann habe ich da nämlich schon die Idee, weil dann könnte man das sozusagen den Bohrer irgendwo hinstellen. Der bohrt uns erstmal schönes Loch. Dann können wir die Rohre noch unten verlegen. Aber ich suche was, was geradeaus bohrt. Wisst ihr, was ich meine? Was geradeaus für mich bohrt? Ha. Förderbande sollte ich auch nochmal testen, um zu schauen, wie, was, wo, in welche Richtung geht. Cool.
Ja, schick. Schick, 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 schick. Gibt's da noch einen, der gerade ausbohrt? Muss es doch auch noch geben. Irgendwas, der gerade ausbohren kann. Also aushöhlen kann. Nicht nochmal gucken gehen. Muss ich glatt nochmal gucken gehen, ob es das nochmal gibt hier. Komm mal mit hier. Ihr kommt jetzt auch nochmal mit. Ja, ich weiß, die Folge ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen echt langweilig, aber es interessiert mich jetzt. Ich bräuchte noch einen, der ein bisschen hier ein Geradeausbohrer halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Der halt geradeaus bohrt. Ist das denn nicht? Förderwand rentalisierer, ja, das war mir klar. Dann hier. Dinda, zerkleinert Erdklumpen in kleine Stücke, wird durch höheren Wasserdruck bescheinigt. Aha. Er wäre da wieder gut für die Erntemaschine. Förderband nach rechts, Förderband nach links. Okay, die. Boah, wo hast du ja einzeln Förderband. Vertikalförderband, ja, das ist klar. Hier die Geländer, dass du dann drauf spazieren gehen kannst. Ja, ist mir alles klar. Es wird so schnell wieder dunkel. Tag ist immer so kurz. Ich will keine Erde erzeugen. Ich will. Ich suche einen Bohrer, der gerade ausbohrt. Mann. Da muss ich echt unten schaufeln. Ja gut, wenn ich ein Förderband habe und dann Schaufel tun, dann kann ich dann immer da drauf, dann geht das Band hoch. Das geht dann in die Erntemaschine und spuckt mir halt dann Zeug raus. Und die Bohrer kann ich ja nebenbei laufen lassen, also den Bohrer und die Ramme. Aha, Farbe, ja, Haus will ich mir auch nochmal bauen irgendwann. Also mein Plan ist jetzt halt folgender. Ich probiere es doch einfach mal aus. Warte mal, wir haben ja noch ein bisschen... Auf der anderen Seite ist ja auch noch mal so ein Ding. Halt! Mitkommen! Start! Na, ich will immer mit S bremsen, aber es geht ja nicht. Freunde, wir geben noch mal ein bisschen Kohlen aus. Ja, ich weiß. Wie habe ich? 1300. Wie hoch ist denn die Erntemaschine? Wie kostest du? Wie hoch ist denn die Erntemaschine? So. Ja, war ja klar. So. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ja, obwohl geht. Nein, es fehlt was. Egal. Dann nehmen wir doch nochmal hier so ein. Passt das? Ja. Jetzt haben wir fast nichts mehr übrig, aber ist mir egal. Ich will das jetzt testen. Ich hoffe, das geht. So wie ich es mir vorstelle. Wir haben auf der anderen Seite ja auch noch so einen kleinen Claim. Wisst ihr? Das würde ich jetzt gerne mit euch testen. Am ersten Weihnachtsfeiertag. Halt doch jetzt die Nuschel und stell ab. Alter.
Ernsthaft, ich kann jetzt hier. Hä? So, das war ich. So, das war ich noch. Ja, park's doch einfach da, danke. Dich brauche ich. Ich will es ja einfach nur testen, wisst ihr? Nur für mich. Nur für mich. Hä? Ach so. Doof. Money, money, money. Kommt auch noch mit auf dem LKW. Haben wir noch was übrig gelassen? Nein. Freundchen. Leertaste ist bremsen. Ja, ich weiß. Krass, jetzt hat er alles sich Förderbänder gekauft. Wahnsinn. Kennt das Spiel noch nicht mal wirklich, kauft sich schon Förderbänder. Wahnsinn, der Typ, hey. Mal irre. Aber wir wieder mit euch testen. So, und zwar, das wird jetzt ein kleiner Aufwand werden, ein kleiner Bauaufwand, aber es sollten wir hinkriegen. So. Hier haben wir ja, wir können eigentlich auch hier bauen. Hier haben wir ja auch noch genug Erde. Erde. So, pass auf. Ich nehme, nehmen wir mal angenommen, ich habe jetzt hier diesen Bohrer. So, den stelle ich jetzt hier hin. So, geht hier nicht, geht hier nicht. Okay. Wo ist denn hier? Da. Ich stelle den jetzt hier hin. So. Nehme jetzt ein Förderband. Dich zum Beispiel. Und platziere es genau in die Richtung. So. Nimm dann nochmal ein Förderband. Ja. Dann ist auch in die Richtung. Nimm jetzt das Ding hier. Ach, das ist der Zentralisierer. Ja, der wäre praktisch. Den sollten wir auch noch hernehmen. So, nimm dann das da. Mach das jetzt sozusagen auch dahin. Hier, so. So, nimm dann eine Erntemaschine. Ach so. Geht ja nicht. Wohl doch geht, warte. So. Theoretisch müsste es doch jetzt dann da reinlaufen. Theoretisch. Vielleicht sollte ich es vorher mal testen, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Also, ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. So, dann spuckt ihr mir das da aus. Dann nehme ich hier nochmal das Förderband. So. Stell es dann sozusagen davor. Nein. Und dann nehme ich hier so ein Eimerchen. Nur so angenommen. Nein. Und stelle ein Eimerchen davor. So. Ungefähr so. Nur so mal angenommen. So, dann brauche ich. Ich brauche. Naja, war ja klar, dass du wieder Wasser spuckst. Bräuchte ich. Mein Gott, dieses Bauen ist. So. Mach Rushen. Wasserrohrfilter, ja. Wasserrohrfilter. Nein!
gleich wieder rein. Ja, war ja klar. Drucktank. Braucht wahrscheinlich noch kein Mensch, aber hey, wir probieren es einfach aus. Da trotzdem du mal weg. Nein. Einfach ganz normal reinlegen, mein Freund. Leg doch jetzt einfach mal normal rein. Ich verzweifle gleich mit dir. Entschuldigung. Ich verzweifle gleich mit diesem Rotz. So, jetzt. Danke. So. Oh, nervig. So, wenn ich das jetzt so mache, jetzt muss ich natürlich noch eins nach unten gehen. So. Bin ich gleich im Flow. So. Zum Glück haben wir schon so viel Zeug da. So, geht das jetzt dann? Brauche ich einen Splitter? Ein Splitter? Den haben wir hier unten. Haben wir mit? Ah, jetzt komm halt. Ah, da wäre auch einer gewesen. Na egal. So, ein Splitter. So, du, komm mal mit, du auch, dann brauche ich nochmal eine Kurve, genau, dich brauche ich, na gut, dass wir so viele Rohre haben, so. Zack. Oh, ich hoffe, es klappt so, wie ich es mir vorstelle. Ich brauche nochmal eine Kurve. So. Und hier. Genau. Dich brauche ich auch noch, mein Freund. So. Wie gesagt, zum Glück haben wir so viele Rohre gekauft. So. Ah, ich brauche ja noch mal einen Splitter, verdammt. Ich muss ja hier auch noch mal splitten. So, dann muss ich hier erstmal noch mal... Nochmal ein gerades Stück. Komm mal mit. Gerade. Genau. So. Das ist schon mal angeschlossen. Das ist schon mal angeschlossen. Fließband. Das. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt muss ich nur noch den Ernter anschließen. Brauche ich nochmal zwei von denen. Und nochmal eine Kurve. So, weil Fließband brauche ich jetzt erstmal nicht anschließen. Nein. Einmal gerade. Ja, wir haben es gleich, Freunde. Wir haben es gleich. Wir sind ja gerade hier in der Erprobungsphase. So, nochmal ein gerades Stück. Mal her, da, danke. So, theoretisch, also meine Theorie ist hier, er bohrt, holt Erdklumpen hier raus, schmeißt sie auf Förderband, das transportiert es mir hier hoch.
Es plumpst dann hier oben rein. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, naja, schauen wir mal. Und dann geht es hier unten auf das Förderband. Ich hoffe, es funktioniert. Ich schau mal, ich teste mal. Ja, Stöpsel werden nicht schlecht, wa? Es verliert zu viel Wasser, das will ich ja nicht. Muss es noch eins weiter runter. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Sollen wir mal anschmeißen? Und wir schmeißen mal an. Boah, ich bin jetzt gespannt. Bin gespannt. Ob es so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Der bohrt. Ja, ja. Ja! Ja! Es hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Er bohrt. Er bohrt, bringt gleich die Erde hoch, guckt euch an. Zack. Dahin. Rein. Und es fällt raus. Freunde, erste automatische Maschine. Nice, oder? Hey, Freunde. Freunde. Ich bin so stolz auf mich. Jetzt gucken wir uns noch einmal an und dann hier, Erdklumpen. Hoch. Bäm. Und jetzt stellt euch das mal vor. Wir hätten jetzt zwei von den Bohrern. Die Ramme, das ist scheiße, kann ich die verkaufen? Weiß nicht. Zwei von denen. Hier nochmal einen hin. Doppelte Erde, also der bohrt jetzt so lange runter, bis halt hier da kommt, die Erde hier. Weil mein Plan war, wenn wir jetzt diesen Claim da hinten da, den da für 1200 holen, platzieren wir an eine Stelle diese Bohrmaschine, zwei Stück. Die bohren dann für uns runter, bis da ganz unten, und die Klumpen werden halt immer mehr. Das Förderband transportiert es mir, sortiert es um. Oh, ich habe schon die Idee im Kopf, aber ihr werdet das nächste Mal sehen. Freunde, ich gucke jetzt hier noch ein bisschen zu, ich sammle noch ein bisschen Rohstoffe. Schön. Lalalala. Klar, ein bisschen verlustig hier an der Seite, aber hey. Aber Freunde, es klappt so, wie ich es mir vorgestellt habe. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch schöne, frohe Weihnachten. Genießt die nächsten Tage noch. Genießt doch das Freihaben. Ich sag Servus und Ciao. Euer Vögelsche von FACTV. Bis nächste Woche.